Mit großer Vorfreude präsentieren wir Ihnen heute, wie sich das atemberaubende Ereignis in der zauberhaften Stadt Wittingen entfaltet hat. Der von dem renommierten Jagdverein dieser historischen Stadt inszenierte spektakuläre Anlass ist wahrlich bewundernswert. Tauchen Sie ein in die faszinierende Zeremonie, die von tiefer Geschichte und bedeutungsvollen Symbolen durchdrungen ist. Erleben Sie gemeinsam mit uns eine atemberaubende Parade, die durch die gesamte Stadt zieht. Männer und Frauen in stolzen, prächtigen traditionellen Uniformen vereinen sich in harmonischer Symbiose und voller Hingabe für ihre ehrenvolle Aufgabe. Eine bemerkenswerte Marschkapelle begleitet diesen Anlass mit triumphalen Klängen, die das gesamte Event in glorreicher Pracht umhüllen. Wir dürften Zeuge sein von der feierlichen Übergabe der Flagge sowie der Ehrung zahlreicher verdienter Mitglieder, die im Laufe dieses Jahres herausragende Leistungen erbracht haben. Wir sind heute wieder bei einem wirklich schönen Wetter stehen dürfen und dass wir so eine hervorragende Kulisse hier vor unserer Kirche und dem Marktplatz jedes Jahr wieder nutzen können, um unser Hauptschützenfest hier jetzt schon passiert, die Fahnenübergabe und auch jetzt die Beförderung und Ehrung innerhalb der Schützengesellschaft vornehmen zu können. Und ganz besonders bedanke ich mich auch nochmal bei Herrn Pastor Klein für die einführenden Worte. Und das finde ich auch sehr wichtig, weil wir ja doch eine kirchlich geprägte Vereinigung sind, also unsere Schützengesellschaft hier in Niedersachsen. Und deswegen nochmal vielen Dank für die schönen Worte. Übergebt Fahne. 4. und 5. Kompanie, Stillgestand. Gewehr über. Vierte und 5. Kompanie, links und rechts um. Zum Eintreten in die Formation im Gleichschritt Marsch. Schützengesellschaft und Zweitkompanie. Von 1987 bis 1989 war er Schaffer der Schützengesellschaft. Ich bitte nach vorne aus der 6. Kompanie den Hauptmann Hubert Sterz. Seit 1976 Mitglied der Schützengesellschaft und 6. Kompanie. Er war jahrelang Skisportleiter der Kompanie und Schaffer der Schützengesellschaft. Herr Hauptmann Hubert Sterz, ich befördere dich hiermit zum Major. Thank you.
Und als Krönung wurde ein neuer König gekrönt. Eine liebgewonnene Tradition dieses Clubs ist es, von dem zentralen Platz des mörderischen Dorfes direkt zum majestätischen Wohnsitz des neuen Königs zu ziehen. Lassen Sie sich von diesem unvergesslichen Spektakel verzaubern, das die Stadt Wittingen mit Stolz erfüllt und tief in den Herzen der Menschen verankert ist. Es erwartet Sie eine äußerst faszinierende Zeremonie, die von tiefer Geschichte und bedeutungsvollen Symbolen durchdrungen ist. Tauchen Sie ein in die jahrhundertealte Tradition dieses außergewöhnlichen Clubs, der seit rund 400 Jahren seine Wurzeln in dieser Gemeinschaft hat. Es war eine magische Erfahrung, Zeuge dieser jahrhundertealten Tradition zu sein, und wir hoffen, sie im kommenden Jahr erneut erleben zu dürfen. Möge diese Tradition weiterhin in all ihrer Pracht und Bedeutung bestehen und die Herzen der Menschen auf ewig berühren.